Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Monat Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin selbst Steinbock und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Ja, meine Lieben, ihr habt die Qual der Wahl. Wollt ihr euch den romantischen Aspekten und den Liebeschancen hingeben oder wollt ihr euch mit Schwung für die Karriere einsetzen? Beides ist möglich. Vielleicht kriegt ihr ja beides zusammen nach dem Motto Erfolg macht sexy. Nehmt euch auf jeden Fall genug Zeit für eure Kreativität und Lebensfreude. Am Schluss des Videos gibt es übrigens wieder eine Verlosung, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt zu euren Konstellationen, den langfristigen, den Erlebnishintergrund. Ihr habt ja schon seit einiger Zeit Neptun, den Romantikplaneten, in einem schönen Aspekt zur Steinbocksonne stehen, hier aus dem dritten Haus des Denkens und des Austausches. Und ich habe ja schon öfter erwähnt, es ist eine Zeit für so manchen Steinbock, wo er sich gerne gewissen Fantasien hingibt oder es eben liebt, Geschichten zu lesen oder zu hören und sich davon anregen zu lassen. Ich selber mache das gerne und ich finde das sehr schön und ich kann es auch meinen Sternzeichenkollegen nur empfehlen. Also ich liebe zum Beispiel Hörbücher. Ihr müsst mal schauen, wie ihr euch unterhaltet. Es kann auch manchmal so eine Neigung sein, sich wegzuträumen oder Tagträume zu haben, aber insgesamt ist der Aspekt doch recht positiv zur Steinbock-Sonne. Und den spüren diesen Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 2. und 7. Januar Geburtstag haben. Und dazu kommt dann in diesem Monat, also im Mai, noch ein Quadrat von Mars, der in den Zwillingen steht. Und das geht vom 7. bis 12. Mai. Da gehe ich aber gleich noch im Einzelnen drauf ein. Ja, dann habt ihr weiterhin Glücksplanet Jupiter hier im Haus der Karriere stehen. Deswegen habt ihr eben so viele Chancen, läuft so viel für euch beruflich zurzeit. Das ist auch eine gewisse Spannung, die zu Übertreibung führen kann. Also mit Jupiter neigt man auch gerne mal dazu, sich zu übernehmen, sich zu viel vorzunehmen und vielleicht auch seine Chancen etwas zu hoch einzuschätzen. Aber dafür steht der Steinbock ja meistens sowieso zu sehr auf dem Boden der Tatsachen. Ich würde sagen, es ist insgesamt ein positiver Aspekt für euch. Und dazu kommt diesen Monat außerdem noch, dass der Mars in einem günstigen Aspekt dazu steht. Und der steht für euch ja im Haus der Arbeit. Das heißt also nochmal ein Hinweis darauf, dass ihr diesen Monat besonders viel schaffen könnt oder vorankommen könnt beruflich. Und dieses Mars-Trigon ist vom 7. bis 13. Mai. Ja, und das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 8. Januar Geburtstag haben. Dann haben wir weiterhin diese Riesenkonstellation für euch, Konjunktion Pluto, der schon seit einigen Jahren im Steinbock steht und dort auch noch einige Jahre bleiben wird. Der bringt für viele Steinbock-Geborene große Transformationen im Leben und verbunden auch manchmal mit richtigen tiefen Krisen, kann man nicht verleugnen. Aber es ist auch ein Ermächtigungsplanet. Ja? Also diejenigen von euch, die da jetzt durchgehen und die Krise kann zum Beispiel ausgelöst werden durch eine Jobkrise, dass man den Job verliert oder durch eine Partnerschaftskrise, dass man sich trennt vielleicht. Also da sind verschiedene Szenarien denkbar, aber oftmals kann einen das wirklich stärker machen als je zuvor. Und viele Steinböcke sind da jetzt auch schon durch, aber zurzeit steht der Pluto bei denjenigen auf der Sonne, die zwischen dem 8. und 12. Januar Geburtstag haben. Das heißt, ihr habt da große Chancen, stärker und kraftvoller zu werden und mehr Einfluss zu bekommen als je zuvor. Aber ihr müsst eben auch auf euch Acht geben, dass ihr euch nicht übernehmt. Und die Sonne ist auch das Herz, ne? Dass ihr wirklich auch eure Gesundheit beachtet, damit ihr diesen Aspekt gut übersteht. Und in diesem Monat kommt jetzt vom 6. bis 9. Mai noch dazu, dass die Sonne im Stier ja steht und dann ein Trigon zu dem Pluto bilden wird. Zwischen dem, was habe ich da aufgeschrieben, zwischen dem 6. und 9. Mai. Und das ist eine sehr stark kräftigende Konstellation und auch sehr sexy, weil das 5. Haus der Sexualität ist. Und da habt ihr wahrscheinlich eine ganz enorme magnetische Ausstrahlung auf diejenigen, die euch interessieren oder auch auf den festen Partner. Genau, und dann haben wir noch das Quadrat zu Uranus. Der steht ja auch schon seit einer Weile im Widder und regt euch ordentlich auf. Das ist ein Aspekt, unter dem man das Bedürfnis hat, sich zu befreien, was Neues anzufangen im Leben. Mancher trennt sich darunter auch.
Es steht jetzt für euch im Bereich der Familie, ist auch ein Umzugsaspekt und Veränderungsaspekt für eure häusliche Situation. Es bringt eine gewisse unruhige Energie rein. Also diejenigen von euch, die das spüren oder damit in Resonanz stehen, die werden wissen, was ich meine. Und weil es ein Quadrat ist, kann es auch sehr abrupt sein oder manchmal auch ein bisschen unangenehm, vor allen Dingen, wenn man an dem festhalten will, was man hat. Das mag der Uranus gar nicht. Der will, dass man die Veränderungen mit offenen Armen begrüßt. Und das ist ja nicht immer so einfach, besonders für den Steinbock, der immer gern alles unter Kontrolle hat. Und dieses Quadrat spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 14. und 19. Januar Geburtstag haben. Da wirkt das eben direkt auf die Sonne. Und deswegen wundert euch einfach auch nicht, wenn ihr mehr Freiraum braucht als sonst. Also das werdet ihr vor allen Dingen eben hier zu Hause spüren. Und diejenigen von euch, die vielleicht sagen, ich halte es nicht mehr aus mit meinem Partner, die sollten sich vielleicht einfach mal auf Zeit trennen oder mal getrennt verreisen, dass man einfach mal wieder zu sich findet. Das kann dann halt sehr, sehr wichtig sein. Ja, meine Lieben, soweit also die langfristigen Aspekte. Und jetzt gehen wir in die aktuellen Konstellationen des Monats mit euren Top-Tagen und allem drum und dran. Wie immer fangen wir an mit dem Neumond, der am 26. April stattfindet und das Thema vorgibt. Und das ist bei euch ganz klar Lebensfreude, fünftes Haus hier. Und es geht im Mai wirklich für euch darum, das Leben zu genießen und auch trotz aller Karrierechancen und trotz aller Umbruchstendenzen dafür zu sorgen, dass es euch gut geht, dass ihr vielleicht auch Sport treibt. Ja, ist auch hier sportliche Betätigung super gut für euch, würde euch auch sehr gut tun, dass ihr rauskommt und dass ihr diese ganzen Energien, die jetzt mit dem Mai und dem Zeichen Stier zu tun haben, wirklich auch für euch entdeckt und genießt. Also auch Natur, diejenigen, die einen Garten haben sollten, Gärtnern. Also die ganzen Stier-Themen sind super wichtig und deswegen denkt zu Neumond mal drüber nach, was ihr da hingehend in diesem Monat unternehmen wollt. Und es ist eben auch eine tolle Konstellation für die Sexualität und Sinnlichkeit. Also mehr Zeit für Sex und Lebensfreude für euch. Genau. Ja, dann haben wir ja den Tanz in den Mai, da könnt ihr das ja gleich schon mal als erstes kräftig ausleben. Und das ist auch für euch besonders interessant, weil nämlich der Mond für euch im Partnerzeichen Krebs steht zum Tanz in den Mai und damit eben das Thema Partnerschaft, Austausch, Liebe und so weiter fördert. Deswegen schaut mal, dass ihr entweder mit dem Partner loszieht oder eben einen Maibaum kriegt oder auf Tour geht, damit ihr da flirten und genießen könnt. Zu Beginn des Monats steht die Sonne, wie gesagt, für euch im Trigon, im fünften Haus im Stier, super schön. Dann haben wir die Venus, die steht ja den ganzen Monat über im Widder und wirft von da ein Quadrat auf die Steinbocksonne. Also die Liebes- und Beziehungsthemen sind nicht ganz konfliktfrei für euch, ist aber auch eine schöne Energie auch wiederum drin. Und außerdem lenkt es eben auch Energie bei euch ins Haus der Familie hinein. Ja, also liebevolle Familienbeziehungen oder manchmal auch so ein bisschen Wärme durch Reibung wäre da auch das Motto. Also Widder und Steinbock sowieso ist einfach immer Reibung, aber dadurch entsteht eben auch Wärme. So liebesvolles Kabbeln oder denkt mal an so ein Rudel Löwen oder Hunde, wenn die dann so spielen und auch knurren und sich auch mal ein bisschen puffen und knuffen oder beißen, liebevoll, das kann für euch alles damit drin sein. Also so ein liebevolles, bisschen raues Geknuddel, könnte ich mir das vorstellen. Seht einfach mal zu, dass ihr das auch auf eine Spaßebene bringt und nicht auf so eine Konfliktebene, wenn es geht. So, und diese Quadrat zur Venus spüren die Geborenen der ersten Dekade vom 1. bis 10. Mai, zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und dann 27. Mai bis 5. Juni, die dritte Dekade. Genau. Und auch der Merkur steht ja für euch im Haus der Familie noch im Quadrat. Kann also sein, dass Familienthemen mal endlich angesprochen werden sollen. Das ist ja schon ein paar Wochen Thema. Der war ja da auch rückläufig. Also da gab es bestimmt ein bisschen hin und her bei euch. Aber falls da noch was im Argen liegt, könnte man das jetzt mal anfangen zu besprechen. Besonders ab dem 3., denn dann wird er wieder direktläufig. Also ab abends. Und dann kommen eben auch Gespräche wieder in Gang. Und dann durch die Konjunktion hier mit Uranus, der ja auch immer originelle Ideen bringt, findet ihr dann vielleicht auch einen guten Abschluss oder einen witzigen Abschluss. Also Humor hilft hier auch sehr. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Uranus, der steht zwar direkt jetzt in Spannung zu eurer Sonne, aber der steht hier in einem guten Aspekt zu eurem Herrscherplaneten. Also auch das ist ein Hinweis darauf, dass ihr wahrscheinlich schon zu originellen Lösungen kommen werdet, wenn es in der Familie vielleicht ein bisschen Theater gegeben haben sollte. Genau.
Dann haben wir, warte mal, das kommt ja hier noch gar nicht. Nee, nee, muss erst noch hier weiter gucken. Mars in den Zwillingen, auch zu Anfang des Monats, und der steht für euch im sechsten Haus des Berufs und des Jobs. Und am 5. habe ich einen Top-Tag für euch gefunden. Da habe ich jetzt mir überlegt, im Bett Pläne für die Zukunft machen oder auch Fantasiespiele. Da ist hier der Mond im Haus der Pläne und bildet einen guten Aspekt zur Sonne, schöner Aspekt zum Neptun, das ist die Fantasie, und alle Planeten wiederum hier besonders schön zur Steinbocksonne. Das könnte euch also gefallen, und es ist ja auch ein Freitag, da kann man sich vielleicht dann doch noch ein bisschen Zeit, auch Freizeit nehmen für die Liebe. Dann ist auch noch ein Top-Tag oder zwei Top-Tage sind am 8., Montag den 8. und Dienstag den 9. Und das ist eben, wenn hier die Sonne diesen schönen Aspekt zu Pluto, der in eurem Zeichen steht, bildet, und das macht euch eben sehr, sehr sexy. Da könnt ihr, glaube ich, alles erreichen, was ihr wollt, weil das auch so eine Power-Konstellation ist. Also es muss jetzt nicht unbedingt um Sex gehen, es kann ja auch darum gehen, dass man überzeugend verhandelt oder dass man was Kreatives erschafft oder dass man eine sportliche Leistung vollbringt. Auf jeden Fall ist das was, eine ganz tolle Manifestationsenergie, und gleichzeitig hier auch noch Mars im guten Aspekt zu Jupiter, der für euch im Berufshaus steht. Also beruflich könnt ihr das auch einbringen, da seid ihr vielleicht sehr kreativ oder sehr überzeugend. Sind auf jeden Fall zwei Top-Tage für euch, auch wenn dann hier das losgeht, dass der Mars ins Quadrat zu Neptun läuft. Und das ist dann so ein bisschen die Gefahr, ob man sich klar ausdrückt bei all dem, ne? Ob ihr verstanden werdet, ob vielleicht ein Konflikt entsteht zwischen einer Fantasie, die ihr da habt, und der Realität, was für euch sehr ungewöhnlich ist, aber das kann euch passieren. Was habe ich hier nochmal aufgeschrieben dazu? Genau, exzellente Chancen in der Karriere, aber wach bleiben und nicht in Fantasien flüchten. Das wäre jetzt schade, wenn ihr das verpassen würdet, weil ihr hier gerade gedanklich mit was anderem beschäftigt seid. Also da heißt es wirklich wach bleiben und ganz Steinbock sein und zupacken, wenn sich da halt was Gutes ergibt. Ja, das wäre also dann am 11. Da ist dieses Quadrat mit Neptun exakt, und am 12. dann aber hier dieses schöne Trigon. Also diese ganze Phase vom 8. bis 12. ist für euch sowohl beruflich als auch in der Liebe und im persönlichen Fortkommen eine sehr spannende Phase mit sehr vielen Chancen. Ja. Dann ist ja der Vollmond auch noch in der Zeit. Der ist ja am 10. abends, also praktisch in der Nacht von dem 10. auf dem 11. und spielt sich für euch hier auf der Achse 5. Haus, Lebensfreude und Sex wieder mal und Freundschaft ab. Also ein spannender Neumond, den ihr sehr gut für sinnliche Stunden nutzen könnt, der aber vielleicht eben auch ein Licht darauf wirft, wie eure Freunde eine Rolle dabei spielen, dass ihr zu Lebensfreude findet und der Spaß in eurem Leben nicht zu kurz kommt. Das kann an diesem Vollmond eben dann auch beleuchtet sein. Ja, und am 16. Mai geht dann der Merkur ins Zeichen Stier und damit auch in einen günstigen Aspekt zur Steinbock, sondern auch sehr schön, um überzeugend zu verhandeln und auch für Liebesgeflüster und fürs Nachdenken über kreative Projekte, sinnliche Genüsse und so weiter, steht da auch alles unter sehr guten Sternen dann für den Rest des Monats mit dem Merkur hier, der gut für euch steht. Der ist ja sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir ja die kritische Phase, die am 19. losgeht, aber es ist auch gleichzeitig ein Top-Tag für euch, ein super Tag für Liebesgeflüster und oder sexy Rollenspiele. Das wäre so ein Tag, dafür ist ja ein Freitag, da solltet ihr euch Zeit für sowas nehmen. Und das ist dann eben auch der Beginn der heißen Phase. Venus hier in einem Spannungsaspekt zu Jupiter, da können sich für euch auch beruflich noch interessante Sachen ergeben. Vielleicht, weil es ja ein Freitag ist, kann sich auch ergeben, dass ihr unter Kollegen eingeladen werdet und ausgeht und da vielleicht noch was Interessantes einfädeln könnt. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Konstellation. Und außerdem auch könnte es darauf hindeuten, wie Familienbeziehungen, ne, hier Venus im Haus der Familie, euch bei der Karriere auch behilflich sein könnten. Ja, denkt auch darüber mal nach. Aber das Quadrat dann später von der Venus zu Pluto, der bei euch im Zeichen steht, heißt eben auch, ihr dürft aber dann auch nicht alles alleine regeln wollen und alles dominieren wollen. Ja, so, weil sonst kann euch keiner helfen. Also das hier kann nur funktionieren, wenn ihr offen seid und nicht zu dominant da reagiert, sondern
die Leute dann eben auch nicht verschreckt. Weil hier mit Pluto im Zeichen Steinbock sind natürlich auch die Steinböcke selbst tendenziell die Bad Boys oder Bad Girls, ne? Also müsst ihr auch ein bisschen mit drauf achten, dass ihr da auch nicht zu harsch seid und zu sehr so von dem Gefühl euch wegtragen lasst, wow, ich habe hier alles unter Kontrolle und alle tanzen nach meiner Pfeife. Das kann eben auch immer mal ein bisschen nach hinten losgehen. Und gerade hier, wo ihr wirklich gut auch Hilfe gebrauchen könnt, die kann euch nur zuteil werden, wenn ihr sie auch annehmt. Das ist also für euch die heiße Phase. Ja, am 20. geht die Sonne dann ins Zeichen Zwillinge, damit auch in euer Jobhaus und bringt da nochmal viel Energie rein und bildet dann später auch noch gute Aspekte im Juni zum Jupiter. Also da ist wieder eine Phase, die auch beruflich für euch sehr interessant ist und sehr erfolgreich sein kann. Dann haben wir am 25. den Neumond, der dann auch wieder bei euch im Haus des Berufs stattfindet. Dann ist es Zeit, mal nachzudenken für die nächsten 4 Wochen. Wie will ich das gestalten? Vielleicht wollt ihr was an eurem Arbeitsplatz ändern, an eurer Arbeitsumgebung ändern. Und hier übrigens, das ist schon im Mai der Fall, wenn der Mars hier die ganze Zeit im Jobhaus steht, das kann auch ein bisschen Querelen mit Kollegen bedeuten. Also vielleicht stürmt ihr denen auch ein bisschen zu heftig voran hier mit Pluto in 1, ne? Dass ihr einfach da ein bisschen auch euch immer mal zurücknehmt und guckt, was wollen jetzt die anderen, wie bleibe ich mit denen in einer guten Beziehung, das ist dann schon auch hilfreich. Genau, dann habe ich wieder einen Top-Tag für euch am 28. Romantische Kuschelstunden habe ich hier aufgeschrieben, weil nämlich der Mond im Partnerhaus steht und sich wunderbar verbindet mit Romantikplaneten Neptun und ihr habt ja hier den Merkur kuschelig stehen, ja, und alles im guten Aspekt zu eurer Steinbocksonne. Also das ist ein Sonntag und da würde sich ein Frühstück im Bett anbieten. Und dann kann man ja auch den Rest des Tages, es sei denn, das Wetter ist schön, dann kann man natürlich auch draußen kuscheln. Weil die Steinböcke da ja auch manchmal ganz wild sein können. Dann haben wir ja eben diese interessante Drachenkonstellation, die sich dann so zum Ende des Monats bildet, hat für euch einiges mit dem Job zu tun, weil es hier rausgeht in eine Konsultation drin ist in Bezug auf den Beruf. Und hier haben wir geheime Mächte aus dem Hintergrund. Also da kann eine Blockade des Workflows entstehen, wo ihr nicht genau wisst, warum. Aber gleichzeitig sind auch sehr viele gute Aspekte dabei, die euch dabei helfen können, da zu originellen Lösungen zu kommen. Da müsst ihr dann entsprechend drauf achten. Und was dann auch noch wichtig ist, hier habe ich aufgeschrieben, neue Erkenntnisse über Vergangenheit und Zukunft bei Familienthemen, ne? Weil es ist ja immer auch das Thema Familie. Dann haben wir hier die Zukunft mit dem Uranus und hier haben wir die Vergangenheit mit Saturn. Und dann auch noch im 12. Haus. Das 12. Haus kann auch dafür stehen, wo ihr herkommt oder für Botschaften aus der geistigen Welt, die euch da vielleicht weiterhelfen. Also wer von euch offen ist für solche Sachen, kann dazu sehr interessanten Erkenntnissen kommen. Und der Mondknoten, der ja auch fürs Karma steht, ist daran beteiligt. Und im 8. Haus des Okkulten, also für alle spirituellen Steinböcke, ist das eine sehr interessante Zeitqualität zum Monatswechsel dann, wenn der Mai in den Juni übergeht. Ja, meine Lieben, soweit also eure Konstellationen im Mai. Und wenn ihr mehr wissen wollt über eure persönlichen Sterne, über euer persönliches Horoskop, wie das alles so zusammenhängt, könnt ihr natürlich jederzeit eine Beratung bei mir buchen. Ich habe das jetzt auf meiner neuen Homepage so eingerichtet, dass ihr euch da direkt schlau machen könnt, was ich da so alles im Angebot habe und die Beratung dann auch gleich buchen und bestellen könnt. Und dann kriegt ihr von mir eine E-Mail und wir machen einen Termin aus. Ja, und jetzt zur Verlosung. Es gibt diesen Monat wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann postet mir bitte einen interessanten und netten Kommentar hier auf YouTube und abonniert meinen Kanal. Gleich hier klicken. Außerdem gibt es wieder einen neuen Kurs in meiner Akademie. Ab dem 6. Mai wollen wir uns mit den Liebessternen und Partnerhoroskopen beschäftigen. Interessant vielleicht für alle, die sich für Astrologie interessieren. Und ansonsten habe ich noch ein paar Videotipps und sage alles Gute mit den Sternen.